Hallo zusammen, ich bin die Vanessa und ich grüße euch hier aus meinem Homeoffice. In dem Video zeige ich euch, wie das Einreiseformular für die Dominikanische Republik funktioniert und was ihr dabei beachten solltet. Denkt bitte daran, dieses Video ist Stand April 2021. Bitte schaut immer beim Auswärtigen Amt nach den aktuellsten Bedingungen, weil diese sich jederzeit ändern können. Habt ihr also einen Urlaub in die Domrep gebucht? Dann bleibt doch jetzt einfach dran. Ihr schaut wie immer am besten auf der Webseite vom Auswärtigen Amt. Hier findet ihr unter dem Punkt Einreise den direkten Link zum Online-Formular. Wählt hier eure Sprache aus und geht dann direkt weiter zur Registrierung. Die Registrierung sieht hier folgendermaßen aus. Es gibt hier 5 verschiedene Sicherheitsfragen, sowas wie erstes Haustier, Mädchenname der Mutter und wir wählen eine davon aus. Wichtig ist, dass wir uns das Ganze merken, weil das sind jetzt unsere Login-Daten, mit denen wir uns in Zukunft hier einloggen können. Und zwar, einloggen geht hier über diesen Reiter. Das heißt, warum ist das wichtig? Das ist insofern wichtig, weil wir das jetzt einmal für die Einreise ausfüllen. Und wir müssen das Ganze auch nochmal für die Ausreise ausfüllen. Das sind die Login-Daten, mit denen ihr euch dann vor eurem Rückflug nochmal hier anmeldet, um das Ganze nochmal für die Ausreise auszufüllen. Das ist aber das gleiche Formular, gleiches Spiel. Ich zeige euch das jetzt nur am Beispiel der Einreise. Es ist wie gesagt nichts anderes, aber bitte nicht vergessen, vor dem Rückflug muss das Ganze nochmal ausgefüllt werden. Deswegen merkt euch eure Login-Daten. Hier möchten wir nochmal wissen, wie viele Personen reisen mit euch. Also wir sind jetzt zum Beispiel zu zweit. Ich habe also eine Begleitperson. So, einmal die Taxis. Und dann sind wir auch schon registriert. Und wie schon gerade erwähnt, ganz, ganz wichtig, dass ihr euren persönlichen Anmeldungscode hier oben links direkt notiert und gut abspeichert. Das ist ganz wichtig, denn dieser Anmeldungscode plus die Sicherheitsfrage, das sind eure Login-Daten, mit denen ihr euch dann hier nochmal anmelden könnt, dass ihr das Ganze für die Rückreise auch nochmal ausfüllt. So, dann fangen wir jetzt hier mal an. Was gibt es hier zu beachten? Einmal müsst ihr hier ankreuzen, Eingang zur Dominikanischen Republik, denn in dem Fall registrieren wir uns ja erstmal für die Einreise, somit Eingang. Wenn ihr das Ganze nochmal für die Ausreise macht, dann ist es natürlich Abfahrt. Bevor ich das jetzt aber ausfülle, möchte ich euch einen kleinen Tipp geben. Ich werde das jetzt zumindest für diese Seite mal auf Englisch machen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass hier die Art der Beförderung ist etwas verwirrend. Man erwartet ja eigentlich jetzt Flugzeug oder Schiff oder Luftweg, aber das Einzige, was jetzt hier als Option erscheint, ist Antenne. Ist natürlich etwas verwirrend, also ich weiß jetzt nicht, was das bedeuten soll, ob das jetzt an der falschen Übersetzung ins Deutsche liegt. Auf jeden Fall, man will ja nichts falsch machen, von daher, das hat mich jetzt erstmal verunsichert. Deswegen habe ich zumindest diese Seite auf Englisch ausgefüllt, beziehungsweise wieder ins Englische übersetzt, weil das dann hier mehr Sinn macht. Weil jetzt haben wir nämlich hier Air Transport als Beförderungsart. Das ist natürlich etwas einleuchtender. So, dann geben wir einfach unsere Adresse ein, also eure ständige Adresse hier in Deutschland. Hier die Straße als erstes. Das Land. Für euren Wohnort bzw. Stadt müsst ihr das Ganze hier ins Suchfeld eingeben und dann aus den Vorschlägen auswählen. Achtung, das Ganze ist hier wieder auf Departure umgesprungen. Wir möchten aber die Ankunft, also die Einreise, Arrival, möchten wir natürlich ankreuzen. Postleitzahl. Und hier achtet bitte darauf, falls ihr einen Flug mit Zwischenstopp habt in einem anderen Land.
dann müsst ihr das Ganze natürlich hier auf Yes machen. Wir gehen jetzt mal von einem Non-Stop-Flug aus. Und dann kommen wir auch schon auf die nächste Seite. Jetzt geht es um die Passdaten der einzelnen Passagiere. Also spätestens jetzt könnt ihr euren Reisepass mit dazu nehmen. Den braucht ihr hier nämlich. Das möchten wir jetzt wieder auf Deutsch gerne haben. So, und dann werden hier jetzt einfach eure persönlichen Daten wie Geburtsdatum und Reisepassnummer und so weiter hier eintragen. Machen wir jetzt einmal im Schnelldurchlauf. Wohnsitznummer, das müssen wir hier nicht eingeben. Beruf, wählen wir das Bestpassendste aus. Und dann wählen wir jetzt hier einmal unser Hotel aus. Ihr gebt den Hotelnamen ein und dann erscheint hier schon die Liste mit den verschiedenen Hotels vor Ort. So, hier nochmal ein kurzer Hinweis von mir, weil das ist jetzt auch vielleicht manchen nicht ganz klar, von der Wortwahl hier vielleicht nicht optimal. Abfahrtshafen und Ausschiffungshafen, das ist in dem Fall der Abflughafen und der Ankunftsflughafen. So, das steht ja alles auf euren Reiseunterlagen drauf. So, wir fliegen jetzt zum Beispiel von Frankfurt. Dann entnehmt ihr euren Reiseunterlagen eure Flugnummer. Wir fliegen jetzt zum Beispiel mit der Condor. Dann das Datum, an dem ihr fliegt. So, jetzt kommt der Ankunftsflughafen. Das ist in unserem Fall Punta Cana, fliegen wir an. Das ist dann die gleiche Flugnummer, denn wir haben keinen Zwischenstopp zwischen Frankfurt und Punta Cana. Somit ist es zweimal die gleiche Flugnummer. Wir wechseln das Flugzeug ja nicht. Flugbestätigungsnummer. Muss man nicht angeben, ist optional. Dann eure E-Mail-Adresse. Der Anlass der Reise. Hier auch wieder eine etwas schwierige Wortwahl. Die Übersetzungen sind nicht immer optimal. Spielzeit, damit ist Freizeit gemeint. Ich habe das auch in anderen Sprachen mir nochmal angeschaut. Spielzeit wäre jetzt hier, wenn ihr einfach eine touristische Urlaubsreise dorthin macht. Sollte wohl Freizeit heißen. Und mit Beförderungsunternehmen ist eure Fluggesellschaft gemeint. So, das war Passagier Nummer 1. Das gleiche machen wir jetzt für euren Mitreisenden. Jetzt einmal im Schnelldurchlauf. So, ich klinke mich nochmal ein. Sind Sie im selben Hotel wie der Mitreisende? Ist ja in den meisten Fällen der Fall. Sonst hätte man hier nochmal das Feld, ein anderes Hotel anzugeben. Aber da wir ja zusammen verreisen, sind wir im selben Hotel. Und als Anlass wieder Freizeit, beziehungsweise hier heißt es Spielzeit. Und dann haben wir auch schon die Passagierdaten erfolgreich eingegeben. Der dritte Schritt, das sind die Zollinformationen. Hier geht es darum, ob bestimmte Dinge im Gepäck dabei sind. Ne, Dinge, wo nochmal genauer hingeguckt werden muss beim Zoll, wie zum Beispiel, führen Sie 10.000 Dollar oder mehr mit sich? Haben Sie lebende Tiere dabei? Und so weiter. Da müsst ihr einfach ankreuzen, ob ihr es dabei habt oder nicht. Im besten Fall nein, dann gibt es auch keine Probleme. Und der letzte Schritt, da geht es dann um die Gesundheitsfragen. Der letzte Schritt geht ans Gesundheitsministerium. Einmal für beide Passagiere. So, und zwar erster Schritt, Transitländer vor der Ankunft in der Dominikanischen Republik. Haben wir andere Länder durchquert, beziehungsweise hatten wir einen Zwischenstopp oder waren wir vorher in einem anderen Land? Nein, also müssen wir da auch keins mit angeben. Länder, die in den letzten 30 Tagen besucht wurden, wenn ihr zum Beispiel vor der Reise, also innerhalb der 30 Tage vor der Reise in einem anderen Land wart, müsst ihr das bitte hier angeben, ist jetzt bei uns auch nicht der Fall. Und dann kommen die Gesundheitsfragen.
Da wollen die einfach nur wissen, ob ihr Symptome habt. Und hier ist auch wichtig, hier steht es nochmal dabei, haben Sie in den letzten 72 Stunden eines oder mehrere der folgenden Symptome präsentiert. Es ist also wichtig, dass ihr dieses Formular frühestens 72 Stunden vor Einreise ausfüllt, nicht früher, denn die Gesundheitsfragen, die machen ja nur Sinn, wenn ihr das ein paar Tage vor der Einreise ausfüllt. Ihr könnt natürlich schon anfangen mit den vorherigen Schritten, mit den Passdaten und so weiter. Das könnt ihr natürlich schon ausfüllen und das Ganze dann speichern und euch erneut einloggen, um das dann 3 Tage vorher nochmal mit den Gesundheitsfragen zu ergänzen. Wir haben keine Symptome. Und dann bitte noch eure Mobilfunknummer eingeben. Und das Ganze abschicken. So, dann für den Passagier Nummer 2. Auch er hat keine Transitländer besucht, auch er war in keinem anderen Land und hat ebenfalls keine Symptome. Nehmen wir die Ländervorwahl Deutschland. So, die Richtigkeit nochmal bestätigen. Und das war's auch schon. Eigentlich relativ easy, denn jetzt habt ihr auch schon sofort den QR-Code bekommen, den ihr für die Einreise benötigt. So sieht das Ganze aus. Das ist quasi euer sogenanntes E-Ticket und das ist auch das Einzige, was ihr benötigt, dadurch, dass der QR-Code auch die Informationen eures Mitreisenden enthält, bekommt ihr nicht zwei QR-Codes, sondern nur einen für euch beide, da wir ja beide Informationen innerhalb dieser Registrierung eingetragen haben. Ich empfehle euch, das Ganze vielleicht auch nochmal auszudrucken, dann habt ihr es sowohl auf Papier als auch digital auf dem Handy. Ist immer ein bisschen sicherer. Und genau, mehr braucht ihr auch nicht. Denkt einfach nur daran, dass ihr das Ganze vor der Ausreise bitte auch nochmal ausfüllt, denn auch vor der Ausreise, also vor eurem Rückflug, braucht ihr auch nochmal so einen QR-Code. Genau. Ansonsten, wenn ihr da irgendwie noch Fragen zu habt, Unklarheiten, Probleme, dann schreibt bitte in die Kommentare. Wir antworten euch so schnell es geht und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.